Frau Lehmann hat ja schon und andere auch ein bisschen was mit Bezug auf Lüneburg aufs OVG gebracht. Ich gehe ein bisschen anders vor, um Sie nicht zu enttäuschen, gleich vorweg. Ich hänge das Ganze auf an zwei Begriffen, die sich auch in den biografischen Interviews, zum Beispiel von Herrn Hagen oder von Detlef Horster, finden. Das eine ist Netzwerk, das heißt dort Bekanntschaften. Aber Bekanntschaften ist, wenn man es nicht als System konzipiert, ein Sonderfall von Netzwerk. Und das zweite ist Zufall. Das haben wir auch schon gehört, damals bei Rudolf Stichweh, dass das ein Begriff ist, der bei Luhmann gerade in seinen Stellungnahmen zur Biografik relativ häufig vorkommt. Beim Netzwerk behandle ich jetzt nur zur Vereinfachung, weil das hier nicht schriftlich niedergelegt ist, ist das zu kompliziert, müsste ich das auch projizieren, nur die zentrale Diade. Das ist also auf Luhmann, ein auf Luhmann zentriertes Netzwerk. Man spricht allgemein von egozentrierten Netzwerken. Das ist also ein auf Luhmann zentriertes Netzwerk mit dem zweiten Knoten Karl Hermann Uhle, der schon erwähnt wurde. Es wird selten gemacht. Karl Hermann Uhle, der Luhmann hier ins OVG mit hineinlotste, genaueres noch später. Karl Hermann Uhle steht sehr im Schatten von zwei anderen sogenannten Förderern Luhmanns, nämlich Helmut Schelsky und Jürgen Habermas, dieser in der sogenannten Antipodenrolle. Ja, also die Ade, Luhmann, Uhle. Bei diesen Netzwerken ist mit der Luhmannschen Theorie, glaube ich, klar, was die Kanten sind. Ich glaube, die Kanten kann man mit Luhmann nur als Erwartungen oder einschließlich Erwartungserwartungen konzipieren. Das wurde auch schon irgendwo erwähnt. Bei den Knoten ist das bei Luhmann jetzt meiner Interpretation nach recht interessant. Rudolf Stichweg hat ja gestern schon ein Netzwerk mit Begriffen als Knoten uns vorgeführt. In der Tat sind die Knoten bei Luhmann vielseitig ausfüllbar. Man kann zum Beispiel seine Viererkategorisierung von Attributionspunkten nehmen, von Werten bis zu Personen, Werte, Entscheidungsprogramme, Rollen, Personen. Das läuft durch sein ganzes Werk, das könnte man da reinsetzen. Man könnte auch die Zweierklassifikation, in der Regel Zweierklassifikation von Akteuren nehmen und dann entweder Personen einsetzen, wie ich das hier tue mit dem Namen Uhle, oder aber Organisationen. Da fast immer die Leute, wie Luhmann auch immer manchmal formuliert, weil die Leute in der Regel Personen einsetzen, ist das schwierig, jetzt die Bedingungen zu nennen, unter denen andere Leute an deren Stelle Organisationen setzen. Man kann natürlich bei Uhle an vielen Punkten, man kann das, aber man tut es nicht, man kann auch Verwaltungshochschule Speyer einsetzen. Oder man kann am Anfang der Luhmann Uhle Doppelkarriere das OVG für die beiden norddeutschen Flächenländer damals einsetzen als Knoten. Ich werde das nicht machen, das verkompliziert alles. In der Regel wird personalisiert und das wird wieder beobachtet, auch von Niklas Luhmann, unter welchen Bedingungen besonders Personalisierung zu beobachten ist. Also die Aden, die Ausfransung des Netzwerkes behandle ich nur am Rande. Man kann dort hier aus dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg, sage ich mal kurz, damals war es zwei Länder, OVG, man kann da zum Beispiel den schon genannten Fritz Werner nehmen. Fritz Werner war Vorsitzender eines Senats, war gleichzeitig Bibliotheksdezernent, hatte also diese Sache mit dem angeblichen Zettelkasten, den Luhmann da gefüllt hat. Unter sich steht auch in der ersten Verfügung vom 4. Februar 1955 als jemand, der Luhmann die Bibliotheksgeschäfte beaufsichtigen soll. Und Werner hat auch Luhmann in seinem Senat gehabt. Und Werner wurde dann am 1.
vierten, als Uhle auf den Lehrstuhl an der Verwaltungshochschule Speyer, ich sage immer Verwaltungshochschule, heißt genauer Hochschule für Verwaltungswissenschaften damals, in Speyer, als Uhle nach Speyer wechselte, wurde Werner sein Nachfolger als Vizepräsident. Hoffmann, Kurt Hoffmann, schied zum 31. Januar schon aus. Übergangsweise, das entnehme ich der Verfügung vom 4. Februar, war wohl Uhle der amtsführende Präsident als Vizepräsident und als Uhle ausschied, wie gesagt, also wir haben zwei Präsidenten, erst Hoffmann und dann, ich glaube mit Verzögerung, das konnte ich aber in den Akten nicht feststellen, Richard Naumann. Und Uhle hatte sich Hoffnung gemacht, die Nachfolge von Hoffmann anzutreten, wurde aber gegenüber Naumann benachteiligt, meine Vermutung aus politischen Gründen. Uhle war erheblich mehr durch die Nazizeit belastet, als es Naumann war. Aber das ist nicht behandelt, also vieles aus der politischen Vergangenheit von Uhle ist inzwischen behandelt, vor allen Dingen im letzten Jahr durch einen umfangreichen Aufsatz im Verwaltungsarchiv. Aber Naumann, da hat sich noch niemand viel Gedanken gemacht. Aber er hat in Kiel an der Stoßtrupp-Fakultät sich wohl habilitiert oder zumindest promoviert und bei Rittersbusch, einem der größeren Nazis. Aber die Belastung, es ging ja damals oft nur um mehr oder weniger Belastung. Hoffmann, der Präsident bis Januar, ein sehr interessanter Fall, der auch Luhmann sehr interessiert haben muss. Hoffmann war bis 33, ebenso wie übrigens Uhle, fast bis 33, Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei, am Schluss Staatspartei geheißen, also eigentlich der Linkeren, der Linksliberalen, wenn man die DVP auch als nationalliberale Partei nimmt. Und Hoffmann hat sich die ganze braune Zeit hindurch im Reichsinnenministerium, zunächst noch als Landrat im Osten, im Reichsinnenministerium ohne Parteizugehörigkeit durchgemogelt, sag ich mal. Also ein sehr interessanter Fall. Ist dann von Hinrich Kopf, hier dem Ministerpräsidenten, geholt worden in die niedersächsische Landesverwaltung, war wohl Ministerialrat und ist dann als unbelastet erster Präsident hier des Oberverwaltungsgerichts geworden. Und ich nehme an, dass Hoffmann und Uhle wegen der früheren DDP-Zugehörigkeit und Uhle auch wegen seiner angeblichen SPD-Zugehörigkeit nach dem Krieg hier Fuß fassen konnten. Ich nehme an, dass Kopf und seine Leute zumindest einen Genossen hier in der Spitze des Oberverwaltungsgerichts haben wollen. Und Uhle war durch die Bizonen-Justizverwaltung gegangen. Und die Sache mit der SPD-Zugehörigkeit entnehme ich einem Briefwechsel von Ernst Forsthoff mit Karl Schmidt. Natürlich, man kann da zweifeln, ob das nicht nur ein Gerücht ist, aus deren Sicht natürlich ein böswilliges Gerücht, nicht sieh mal einer, der hat die Kurve wieder mal gekriegt, nicht so ein richtiger Opportunist, der Uhle. Aber ich traue es ihm zu, also es ist ihm nach allen Gesichtspunkten zuzutrauen. Es gibt viele solche Karrieren, vor 33 linksliberal oder Sozialdemokrat, dann nazifiziert und ab 45 lupenreimer Demokrat oder im Fall von Uhle eben grundrechtsbasierter Rechtsstaatsanhänger. Das kann man bei Uhle, würden Sie auch so sehen, da ist überhaupt kein Zweifel dran. Nicht? Also mindestens drei Personen Uhle würde man mit Luhmanns Personentheorie identifizieren können. Bei Luhmann ist ja die Person nicht eine, nicht, die immer gleich bleibt oder was, sondern es sind verschiedene Erwartungsbündel, die sich eben auch ändern können. Und man kann da ganz viele Personen in das hineinprojizieren, was so im Volksmund eine Person heißt oder ein Mensch oder was auch immer. Ja, das zur Sprachregelung. Ich werde nicht die Rollen nennen, in denen Uhle und andere, die ich nenne,
tätig geworden sind, nur kurz bei Schelsky, dass er nicht Doktorvater war, auch nicht Habilitationsvater. Aber andere Rollen, zum Beispiel wie Talentscout oder Antipode, Habermas oder Vorgesetzter oder was auch immer, werde ich nicht extra erwähnen. Ich werde auch die Förderrollen nicht besonders umschreiben nach Nutzen, Schaden, Reziprokität oder was es alles gibt. Es gibt gerade bei Luhmann auch Anwürfe, wo man sagt, zum Beispiel Urs Jecki, einer der ganz wenigen neben Dahrendorf Feinde von Luhmann, Urs Jecki hat zum Beispiel irgendwann mal gesagt, vorwurfsvoll, wir beide sind ja auf krummen Weg in die Universität hineingeraten. Das heißt, bei Licht gesehen, jedenfalls im Lichte der Daten, die ich kenne, heißt das nur, wir haben Umwege genommen in die Universität. Also krumme Touren sind weder bei Jecki noch bei Luhmann nachweisbar. Ja, Uhle, das habe ich hier gerade liegen. Uhle sagt über seine Beziehung zu Luhmann, über diese Diade, ich zitiere, ich habe ihn durch eine Reise nach Hannover, von Speyer muss man ergänzen, für die Forschung gewinnen können und rechne es mir noch heute als mein Verdienst an, ihm den Zugang zur Verwaltungswissenschaft und damit zu der glänzenden Laufbahn eröffnet zu haben, die er dann von Speyer aus angetreten hat. Dazu sage ich noch was zu den Leistungen dieses diadischen Netzwerks Uhle Luhmann. Eine andere Stimme von einem Assistenten Uhles, Klaus König, sagt, noch bemerkenswerter war, dass Uhle seine Hand über Niklas Luhmann hielt, der sich in jenen Tagen auf Pfaden außerhalb jeder akademischen Karriereplanung bewegte. Das ist die Differenz zu Klaus König, der machte das ganz normal. Ja, ich werde jetzt so etwas versuchen wie Konjekturalgeschichtsschreibung, auch Alternativgeschichtsschreibung genannt. Das ist die Antwort auf die Ihnen sicher alle bekannte Frage, was wäre geschehen, wenn oder wenn nicht. Sie kennen das vielleicht von Adolf Hitler, wo man sagt, wenn Hitler mit einem arischen Kameraden sich nach dem Ersten Weltkrieg als Postkartenmaler in Salzburg niedergelassen hätte und 1932 bei einer Bergwanderung in den Salzburger Alpen tragisch verunglückt wäre, was wäre Europa erspart geblieben? Fragezeichen. Das ist so eine, oder was wäre, wenn die Kartoffel nicht nach Europa gekommen wäre? Wie viele Tote hätte das hier gegeben? Und bei Luhmann muss man fragen, was würden wir vermissen, wenn Luhmann nicht von Uhle ins Oberverwaltungsgericht hier in Lüneburg geholt und weiter gefördert worden wäre. Diese Konjekturalgeschichtsschreibung ist durchaus Luhmann-affin, wird zum Beispiel im Zusammenhang mit Luhmanns Zufallsbegrifflichkeit erwähnt, auch gegen andere, zum Beispiel Luhmann gegen Wähler. Luhmann kennt den Zufall, Wähler nicht. Bei dem ist alles irgendwie strukturell bedingt. Und das hat Rudolf Stiffi auch schon erwähnt, Luhmanns Theorie ist zufallssensibel und zwar nicht nur in der Evolutionstheorie, wo man das ja kennt. Häufiger ist allerdings auch bei Luhmann der Kontingenzbegriff, er spricht dann von Wendepunkten mit Kontingenz. Ich will das nicht im Einzelnen jetzt auseinanderhalten. Jedenfalls ist bei Zufall Ignoranz betont. Es gibt ein Papier von Luhmann, Zufall als Ignoranz und bei Kontingenz was anderes. Das Nicht-Unmögliche.
Sein Beispiel in Bezug auf Biografie für Zufall, für Zufälligkeit, ist die Geburt. Etwas merkwürdig. Er sagt, die Geburt ist auf jeden Fall Zufall und deshalb muss sie in jeder Biografie erwähnt werden. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil man ja irgendwie was von Geburtenplanung gehört hat. Warum soll das Zufall sein? Aber das muss man in diese Richtung, man kann das in diese Richtung interpretieren. Zum Beispiel kommt es natürlich nicht darauf an, dass da irgendein kleiner Mensch dann geboren wird, sondern er meint wahrscheinlich eine ganz individuelle Genkombination, die dann da herauskommt aus Zeugung plus Geburt. Zeugung muss man auch dazu denken. Dann könnte man sagen, in der Tat, bei beobachtungsrelativer Ignoranz in der Zeugungssituation ist das irgendwie Zufall. So, für diese zwei Personen, die ich erwähnt habe, war jetzt die Adventszeit 1954 eine aufregende Zeit. Luhmann und Uhle begegneten sich hier im OVG und zwar am 8. November zum ersten Mal nach Aktenlage. Am 15. November sollte der damalige Hilfsarbeiter am OVG, so heißt das, also nichts von Assistent, Luhmann ist nie Assistent gewesen, auch nicht hier, juristischer Hilfsarbeiter oder wissenschaftlicher Hilfsarbeiter steht in den Akten. Das wird bei den Juristen sowieso nicht so unterschieden. Also beide Formulierungen. Jedenfalls Hilfsarbeiter. Und am 8. November fand das Bewerbungsgespräch statt, hier im Gebäude, wenn ich das recht verstehe. Und da war Hoffmann, der aber dann Ende Januar ausscheiden sollte. Und natürlich sein Vizepräsident Uhle beteiligt, weil Uhle vermutlich über den Januar hinaus dann die Geschäfte führen sollte und irgendwie auch schon einschätzen wollte, ist das jemand, den Uhle, der vielleicht auch noch als Nachfolger galt zu dieser Zeit, oder ein anderer Nachfolger übernehmen könnte. Denn das war ja auch Luhmann nicht zuzumuten, für zwei Monate hier angestellt zu werden und andere Chancen verloren gehen zu lassen. Ja, das sind die beiden Hauptpersonen, Luhmann und Uhle. Im Lüneburger Umfeld von Uhle und dann auch von Luhmann finden sich namhaft noch der schon erwähnte Fritz Werner, der dann Vizepräsident wurde und später aufstieg zum Bundesverwaltungsgericht, Freund von Uhle genannt. Und ein ebenfalls interessanter Mann, Walter Tietgen. Und in Speyer vor allem Moorstein-Marx, aber auch die anderen acht Ordinarien. Fast alle, jedenfalls die drei genannten, haben ein ganz spezifisches Verhältnis zu der braunen Zeit von 33 zu 45. Werner hatte ich schon gesagt, der hat da den Sühnegedanken im Grundgesetz entdeckt. Und Walter Tietgen ist im Spiegel zerrissen worden, weil er nichts davon wissen wollte, dass ein Massenmörder am Verwaltungsgericht 30 Sekunden von seinem Zimmer entfernt saß. Ich glaube, Ernst Ehlers habe ich mir hier notiert. Er hat immer gesagt, Ernst Ehlers, da gibt es viele. Ich kenne keinen Massenmörder, Ernst Ehlers. Aber der ist dann wohl verurteilt worden, war SS-Einsatzgruppenfunktionär. Und Moscheim-Marx wurde in Speyer immer wohl von seinen Kollegen als jüdischer Immigrant gehandelt. Jedenfalls erzählte er den Hörern, die halten mich alle für einen Juden, weil ich Marx halte und sind sehr freundlich zu mir. Deshalb sage ich ihnen nicht, dass ich nur als Demokrat emigriert bin. Der war in der Hamburger Verwaltung und ist dann mit seiner amerikanischen Ehefrau und einem kleinen Kind nach Amerika gegangen, als die Nazis sagten, bei uns machst du keine Karriere mehr. Ja, jetzt war, und das war das Aufregende in dieser Adventszeit 54, Luhmann so etwas wie Sibirien geweiht.
Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass man jedenfalls heutzutage von Braunschweig, Hannover und Lüneburg aus bestimmte Gegenden dieses Bundesland als Niedersächsisch-Sibirien bezeichnet. Und Luhmann hatte sich im Juli beworben für die allgemeine Laufbahn des Verwaltungsdienstes. Hier hieß das Allgemeine und Innere Verwaltung. Und hatte schon eine Verfügung für Anfang Dezember seinen Dienst anzutreten bei der Regierung in Stade. Also einer, ich sag mal, bibliotheksarmen Region, wo er, so hat er dann immer formuliert, sich auch beim Landratsamt dann auf Feuerwehrfesten hätte betrinken müssen. Das lag ihm nicht, etwa Teetrinker und mäßiger Alkoholkonsument, aber nicht Biertrinker, jedenfalls nicht. Also Sibirien geweiht, als Hoffmann und Uhle ihm hier die Möglichkeit eröffneten, über einen Verwaltungsrichter in der Staatskanzlei sich über das Verwaltungsgericht in diese allgemeine Laufbahn, für die er schon angenommen war, einzuschleichen. Ich habe hier zwei Personalakten, also nicht nur Auszüge aus der, die Sie kennen, die hier rumlief, sondern auch eine Personalakte, da steht oben drüber, der niedersächsische Ministerpräsident Staatskanzlei, das ist die Hauptpersonalakte. Dies ist eine der Nebenpersonalakten, die auch, wenn Sie Beamte sind, Professoren, bei Ihnen irgendwo in der Fakultät oder so geführt wird. Das ist nicht illegal, aber das nennt man Nebenpersonalakte. Und die Hauptpersonalakte enthält andere Informationen, zum Beispiel diese Information über den Beginn der Laufbahn. Das beginnt erst, als er anfing, nämlich am 23. Dezember ist er vereidigt worden, während dies schon diese Vorgeschichte im Advent mit enthält. Deshalb auch niedersächsischer Minister Staatskanzlei. Da saß dieser Ministerpräsident Hinrich Kopf mit einem Abteilungsleiter, Ministerialdirigent, Miehe, der aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit kam und als Hellwege dann Mitte 55 die Regierungsgeschäfte übernahm, wieder verschwand in die Verwaltungsgerichtsbarkeit. Der ist 58 eingetreten in die SPD, war also noch nicht SPD-Mitglied und ist dann in einem der Kabinette Diederich auch sogar SPD-Minister geworden, Miehe. Der hat das Ganze von oben mit Hoffmann und Uhle gemanagt. Die beiden Personalakten sind auch deshalb interessant, ich werde das aber nicht alles sagen, weil es da ein paar Widersprüche gibt. Der interessanteste ist eigentlich, ich kann Ihnen das mal rumgeben, die Fotos. Also das ist das Bewerbungsfoto, ist in der Nebenakte nicht drin. Das scheint also Niklas Luhmann als Referendar, aber ich weiß nicht in welchem Jahr seiner 3,5 Jahre, glaube ich, Referendarzeit zu sein. Und das ist aus Detlef Horsters Interview. Das ist garniert mit Baby- und Pubertätsfotos. Und hier steht Assistent beim OVG Lüneburg. Gucken Sie sich das mal an. Also andere haben sich das angeguckt und haben gesagt, mindestens 10 Jahre Unterschied. Ich stelle mir vor, da hat also Veronika Luhmann, die Tochter, dem Detlef Horster irgendeine Zigarrenschachtel gegeben, gesagt, hier sind die Familienfotos, suchen Sie sich was raus. Und dann hat Horster datiert, so kommt das zustande. Aber das ist er auch nicht als Assessor, weil er das ja eingereicht hat bei der Bewerbung. Schätzen Sie mal, also 10 Jahre, wurde mir immer gesagt. Ja, ich weiß nicht, warum die Leute Fotos so interessant finden, aber das gehört zur normalen Biografik und dann wird da auf Geheimratsecken geguckt. Und ja. Sie hätten noch 4 Minuten. Ja, gut, dann mache ich jetzt etwas schneller. Das gelingt mir aber, denn ich will jetzt noch ganz kurz eine Irritation, eine Hypothese über eine Irritation des Oberverwaltungsgerichts in der Person von Uhle auf das Werk von
Klaus Luhmann erzählen. Es gibt also keine, ich habe keine Anekdoten gefunden, wie es über seine Ministerialzeit oder seine Referendarzeit, da gibt es Anekdoten in den Fußnoten, über die OVG-Zeit, die ja auch sehr kurz war, nicht. Aber Luhmann hat, ich habe mir das hier eben noch in der Bibliothek fotokopiert, im Archiv des öffentlichen Rechts 1965 ein ausgesondertes Kapitel aus seinem Grundrechtebuch über Gewissensfreiheit veröffentlicht. Das wird in der Rechtsdogmatik, in der Staatsrechtslehre sehr häufig zitiert, also seine Gewissenstheorie und seine Würdetheorie, die sind für Staatsrechtslehrer eigentlich bekannt. Auch heute noch wird in Habilitationsschriften so etwas routinemäßig behandelt. Und hier diese kleine Bemerkung handelt von Routinen, die gewissensentlastend wirken. Das ist keine Theorie von Luhmann, das haben Sozialpsychologen, Kellman zum Beispiel auch schon, und der Sigmund Baumann hat das nachher auch vertreten, dass technische Distanzmittel, also Stichwort Gaskammern, oder eben Routinen von Gewissensbefragung entlasten können. Und Luhmann sagt hier, ich zitiere etwas verkürzt, hier ist ein unpersönliches, fast routinemäßiges Handeln möglich. Daraus wird auch verständlich, dass so viele Nationalsozialisten nicht dazu kamen, ihr Gewissen zu beteiligen und heute die hilflosesten Opfer des Nationalsozialismus sind, weil sie mit etwas identifiziert bleiben, was sie als eigenes nicht wollen können. Man kann jetzt, da da kein Name dabei steht, natürlich an Eichmann denken. Ich habe das mal nachgeprüft in einer Schrift Eichmanns, Eichmann in Jerusalem von Hannah Arendt war gerade erschienen, 1963. Und ich habe hier mal vorsichtigerweise in einer Sekundärliteratur das nachgeprüft, dass das nicht mein Artefakt, dass ein Artefakt meiner Interpretationskünste wird. Also hier sagen diese Leute in diesem Amerikaner, in dem Revisited-Buch, zwischen 1942 und 1944 ist Eichmann nach Hannah Arendt von Gewissensfragen nicht geplagt worden. Und ein zweiter Satz, seine nahezu totale Unfähigkeit, jemals eine Sache vom Gesichtspunkt des anderen herzusehen, ist bemerkenswert. Sowohl Hannah Arendt wie auch Niklas Luhmann werden für diese Schilderung heutzutage scharf gerügt. Man sagt, ihr berücksichtigt die Opferperspektive nicht. Und Luhmann, ich habe Kollegen gehört, die halten das für eine ausgesprochene Frechheit, Nationalsozialisten für die hilflosesten Opfer des Nationalsozialismus zu halten, nur weil sie mit der fehlenden Gewissensbefragung nicht zurechtkommen. Wenn man jetzt entscheiden will, ist hier, hat Luhmann Eichmann gemeint oder hat Luhmann Uhle gemeint, wohlgemerkt Uhle, dann tendiere ich dazu, er hat Uhle gemeint, weil Eichmann auf keinen Fall als eine hilflose Person dort in Jerusalem im Gericht geschildert wird, weder von Hannah Arendt noch von anderen. Aber wenn Sie Uhle über seine Taten, sag ich mal jetzt, nehmen Sie das nicht zu ernst, im Nationalsozialismus befragen, zum Beispiel dieses Buch zur Rechtswirklichkeit im Dritten Reich, 87 geschrieben, sich angucken, dann verstehen Sie, dass Uhle als einer dargestellt werden kann, der ausgesprochen hilflos war. In Speyer ist das schon recht früh thematisiert worden. 1965 kam das Braunbuch, das westdeutsche Braunbuch, wo Uhle auch hilflos wirkte. Schelsky sagte, Quatsch, was ich da geschrieben habe als Jugendlicher. Uhle sagte, ich sage nichts dazu. Und so geht es hier auch ungefähr. Hier ist auch der Vortrag, den die Speyerer Hörer verhindert haben. Uhle sollte in Speyer zum 50. Jahrestag des 31. Januar 1933 sprechen. Ganz kurz, warum, was ist Routine bei
Uhle, dann mache ich Schluss und sage Ihnen nur noch die vier Leistungen der Diade auf Luhmanns Karriereweg. Das bringt nicht mehr als 2 Minuten. Ganz kurz die vier, die zwei Routinen bei Uhle. Das eine ist jetzt auch im Verwaltungsarchiv relativ umfangreich dargestellt worden. Seine Habilitationsschrift, Verwaltungsarchiv 40, das kannte Luhmann natürlich, da haben Sie sicher drüber gesprochen, Uhle und er. Da hat er hinter Namen seiner Kollegen, Klammer auf, Jude geschrieben. Hermann Heller sehe ich hier, Hans Kelsen sehe ich hier, Erich Kaufmann sehe ich hier und auf einer Seite, die ich nicht mitkopiert habe, sind auch Georg Jelinek und Paul Laband als, Klammer auf, Jude, Klammer zu. Das hat er aus einer Hasspredigt von Karl Schmidt, Deutsche Juristenzeitung 36, wo Schmidt sagt, entscheidend ist ferner das Problem der Zitate, die Beifügung des Wortes und der Bezeichnung jüdisch ist keine Äußerlichkeit, sondern das Wesentliche und so weiter. Also Uhle hat sozusagen die Routine empfohlen von Karl Schmidt befolgt, wenn ich Juden zitieren muss oder will, mache ich Klammer auf, Klammer zu oder, das hat Schmidt auch empfohlen, erwähne ich deren früheren hebräischen Namen. Das gilt für Stahl, der irgendeinen merkwürdigen Namen, Julzon oder so hatte. Ja, das die eine Routine und die andere Routine, also deswegen nannte man Uhle in Speyer oft Jule, weil er immer dieses J routinemäßig dranhängt. Es gibt nur noch einen anderen Privatdozenten des Dritten Reiches, der das gemacht hat. Das ist auch ein später als rechtsstaatlich bewährter, anerkannter Kollege, nämlich, wie heißt er mit Vornamen, Gerhard Wacke. Gerhard Wacke hat dasselbe gemacht wie Uhle, sonst kenne ich niemanden. Auch andere Dreier und so weiter haben das nicht rausgefunden, ob anderes gemacht hat. Das andere ist, sein Spitzname ebenfalls in Speyer, Kopf ab Uhle. Das war eine andere Routine, die er auch freimütig zugesteht, auch eben hilflos zugesteht. Er hat als Zuschauer an Hinrichtungen, wie sie das damals nannten, von Bibelforschern, die den Kriegsdienst verweigerten, als Staatsanwalt am Reichskriegsgericht beigewohnt. Sie können das nachlesen, wie er das hier schildert. Und er hat im April 1945 zwei Deserteure als Marinerichter im Bezirk neben dem von Filbinger oben im Norden, Tromsø oder Trondheim, in den Tod befördert. Seine Begründung, ich glaube, das ist auch hier, jedenfalls habe ich sie irgendwo gelesen, sonst hätten die Russen freie Bahn gehabt, wobei er nicht sagt, ob er Angst hatte vor den Russen, ob er den Norwegern die Russen ersparen wollte oder den Schleswig-Holsteiner. Also ganz klar eine Irritation. Und jetzt ganz kurz noch, vier Karriereschnitte, man kann dann jeweils sehen, ob das auf Zufällen beruht, 4 Karriereschritte, die man als Leistung dieser Netzwerksdiade sagen kann. Das eine ist bekannt, Sie haben das erwähnt, Uhle hat ihm diese Publikationsmöglichkeiten ab 58 gegeben, 58, 60. Und das steht wahrscheinlich im Zusammenhang mit Uhles Begutachtung von Luhmann für das Stipendium in Harvard. Luhmann hatte nämlich seinen Doktorvater verloren, der war hauptamtlicher Mitarbeiter im Auswärtigen Amt geworden, Gräve, kriegte von den Nazis keine Erlaubnis, weiter zu promovieren in Freiburg. Mounts und Gerber haben ihm das verweigert, aus Rache, meine Interpretation. Und weil er Mitte 55 bei fertiger Dissertation den Doktorvater verlor, musste er jemand anders bitten, ihn zu begutachten als geeignet für das Stipendium an der Harvard School of Public Administration. Und diese Publikation steht wahrscheinlich im Zusammenhang damit oder im Zusammenhang mit der Errichtung des Forschungsinstituts, das ist das nächste, 62, 1. April, Gehlen ging gerade weg nach Aachen, wurde Luhmann Referent in dem Forschungsinstitut. Das hängt irgendwie, vermute ich, zusammen, dass also diese Aufsätze auch der Erprobung dienen. Kann ich Uhle den Luhmann, meinen Kollegen, für die zweite oder dritte Stelle
hauptamtliche Stelle am Forschungsinstitut empfehlen. Und dann die Hauptthese, diese Phase, diese Speyerer Phase mit den vielen hochbedeutsamen Publikationen, die kann man aus dem Leben Luhmanns nicht hinwegdenken. Das könnte ich plausibel machen, wenn ich Zeit hätte. Während man die Folgen der Zeit in Münster, wo er sich ja mit einer Speyerer Schrift promovierte und mit einer anderen Speyerer Schrift sich habilitierte, da hat gar nichts Neues da angefertigt. Während die ganze Münsteraner Zeit vor Bielefeld entbehrlich ist. Ich denke, Luhmann wäre auch, weil wir in Bielefeld immer wieder freie Stellen hatten in seinen Fachgebieten, wäre auch ohne die Münsteraner Zeit irgendwann in Bielefeld gelandet, wo er die besten Arbeitsbedingungen hatte, die man sich in Deutschland damals für allgemeine Theorie nur wünschen konnte. Jetzt an der Stelle herzlichen Dank.